Moin, Nordfriesland. Ja, ich glaube, man kann sich dieses Mal oder dieses Jahr nicht über den Sommer beschweren. Er läuft doch jetzt schon fast zu dolle, oder? Was habe ich euch heute mitgebracht? Als erstes einmal das Einführungsfoto und das Abspannfoto ist diesmal wieder von unserem lieben verstorbenen Oke Boysen von Sylt. Und ich bin ganz dankbar, dass ich so viele Fotos von ihm habe, weil die doch immer sehr schön zu unseren Berichten passen. Und mein Dank gilt natürlich nach wie vor immer wieder Sigi Wolf, der so toll das Video immer für mich bearbeitet. Heute gehen wir so im zweigeteilten Bericht. Das heißt, einmal, was ich im Netz gefunden habe und einen schönen Zeitungsartikel. Und zum anderen will ich hinterher noch eine ganz persönliche Geschichte erzählen, die hiermit zu tun haben. Und zwar ging das damals um den 90. Geburtstag von unserer Mutter Maria Schröder aus Nebel. Da kommen wir nachher dazu. Also dranbleiben ist ganz, ganz lustig. So, ich habe hier im Netz was gefunden über die besagte Gaststätte Bonsiel, Ockholm, Bonsiel, über das war der Pferd von Hanni Tamsen und Familie. Und die haben ja wohl oder sind mehrfach im Feinschmecker, ja, wie soll man sagen, ausgezeichnet gewesen als bestes Restaurant für jeden Tag. Und da steht drin, Essen satt ist berühmt, sagt der Gänsevater, der sich auch um die Aufzucht der eigenen Wildgänse sorgt. Angeboten werden unter anderem delikate Fisch-, Krabben- und Muschelgerichte, Rumpsteak vom nordfriesischen Mastrind, Lammgerichte, hausgemachter Kartoffelsalat, Bratkartoffeln, Lapskaus und saure Rippchen. Eine saisonal wechselnde Tagesempfehlung. Mehrmals bereits wurde die Qualität der Küche vom Feinschmecker ausgezeichnet, Deutschlands führendem Magazin für Genuss und Lebensart. So wurde Das Warre Pferd erst kürzlich unter die besten Restaurants für jeden Tag 2014-2015 gewählt und geehrt. Also jetzt haben wir aber 2022. Alle Gerichte kommen in hoher Qualität und ohne Schickimicki auf den Tisch. Halt Gutes, ganz einfach, bringt Küchenchef Lars Tamsen das Motto des Hauses auf den Punkt. Holländische Fliesen, alte Gemälde und Malereien schmücken die Wände. Sie erzählen die Geschichten von längst vergangenen Zeiten und verschiedensten Menschen. Es gab Zeiten, da haben wir eine Tonne Aale pro Woche benötigt. Unser Aalessen satt ist berühmt. In der Gaststätte Bonsiel, auch Das Warre Pferd genannt, haben sich schon viele berühmte Persönlichkeiten die Klinke in die Hand gegeben. Wie zum Beispiel Emil Nolde, der seine geliebte Fischplatte mit Bildern bezahlte. Englands Prinz Philipp waren auch zufriedene Besucher und bedankten sich im Gästebuch für die herzliche Bewertung mit kulinarischen Köstlichkeiten. Urgroßvater Schleusenwärter Lauritz Tamsen gründete den Krug im Jahr 1903 in Ockholm, mitten in der nordfriesischen Marsch, direkt am Deich zum Hauge-Heinkoch und dem Bonsieler Kanal. Seit über 110 Jahren von der Familie geführt, hat sich der Gasthof im ehemaligen Schleusenwärterhaus zu einer beliebten Ausflugsstätte und Logiermöglichkeit etabliert. Das Haus Tamsen steht für gelebte friesische Gastlichkeit, eine urgemütliche Atmosphäre und nicht zuletzt für Tradition. Kostbare holländische Fliesen zieren die Wände und wegen seiner ausgezeichneten Küche weit über die Grenzen Nordfrieslands hinaus bekannt und zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Die Gäste kommen zum Teil von weit her zu uns, bestätigt Inhaberin Elsbe Tamsen, die persönlich in der Küche wirbelt.
Aal in allen Variationen hat den Ruf geprägt. Räucheraal, Brataal, Aal in Gelee. Hausherr Hanni Tamsen hat das Räuchern noch von seinem Vater gelernt. Es gab Zeiten, da haben wir eine Tonne Aal pro Woche benötigt. So stand es jetzt im Netz. Und meine Bitte jetzt erstmal auch an die Dagebüller, die meinen Kanal vielleicht hören oder angucken. Bitte sagt mir, gibt es die Gaststätte eigentlich so noch? Weil da sind ja nun auch schlimme Sachen passiert, Schicksalsschläge in der Familie. Und ich habe mal gegoogelt, ich finde aber lediglich immer nur Ferienapartments und so weiter. Vielleicht existiert ja die Gaststätte auch nicht mehr und sie machen nur mit Vermietung weiter. Okay, bevor ich zu meinem lustigen Erzählung aus der Familie komme, nochmal diesen Nachruf von Gastwirt Johannes Tamsen, weil da auch viele nette Sachen drin stehen. Und die Überschrift ist ganz einfach, wir können das auch nochmal einblenden. Ist bei mir gibt's Aalplatte und sonst nichts. Ockholm. Was wurde nicht alles schon über dieses legendäre Gasthaus geschrieben und wer war nicht schon alles da? 113 Jahre, das Zwarte Pferd. Gasthaus Bonsiel sind erlebte Geschichte in den Generationen der Familie Tamsen. Dazu möchte ich noch sagen, es gibt bestimmt sehr viele andere Gasthöfe, die auch in Familienbesitz sind und immer weitergehen. Es geht hier nicht um Werbung für dieses Gasthaus, wenn es das denn überhaupt noch gibt, sondern es geht hier ja lediglich um den Nachlass meiner Mama von Zeitungsausschnitten aus damaliger Zeit und dies ist einer davon. Bodenständigkeit, Offenheit, herzliche Gastfreundschaft und Ambiente, wie es die Menschen von nah und fern hier im nordfriesischen Ockholm am Bongsieler Kanal suchen. 75 Jahre dieser Geschichte zeigen das Gesicht von Johannes Tamsen. Hanni, wie sie ihn hier nennen, wird nicht mehr in seinem Stuhl neben der Theke sitzen, kein Bier mehr ausschenken und keine Aale räuchern. Und er wird bei der Jagd mit den Freunden in den Kögen fehlen. Der Wert, der engagierte Mensch, eine Ikone seiner Heimat, hat es nicht geschafft, die Krankheit zu besiegen, die schon vor 2 Jahren die Familie gegeißelt hat. Damals verloren Hanni und Elsbeth Tamsen ihren Sohn Björn, dem sie das Gasthaus längst übertragen hatten. Sie haben ihr Lebenswerk wieder zurücknehmen müssen und vorbildlich weitergeführt, bis jetzt zum nächsten Einschnitt. Johannes Tamsen lässt nicht nur die Familie und das Zwarte Pferd zurück, sondern viele Freunde, die Freitag noch einmal zu ihm kommen, wenn er seine Ruhe unmittelbar neben seiner Heimatkirche in Ockholm finden wird. Die Geschichte beginnt mit dem früheren Nibeler und Klintumer Gastwirt Lauritz Tamsen, der als Schleusenwärter in Bonsiel die Gastwirtschaft aufbaute. Siele und Schleusenhaus sind mit dem Entstehen des Hauke-Heinen-Koges längst verschwunden. Bonsiel aber blieb. Rasmus, Hanni, Björn und wiederum Hanni Tamsen haben die Tradition fortgesetzt. Nebenbei ist hier eine kleine Kunstsammlung entstanden. Teilweise Hinterlassenschaften aus dem Künstlerfreundeskreis Lauritz und später Rasmus Tamsen, unter anderem mit Alex Eckener, Leopold Graf Kalkreuth, Hans-Peter Feddersen und Emil Nolde. In deutschen Feuilletons wurde vielfach über das Haus geschrieben, wo dann und wann die Zeche auch mal mit Kunst bezahlt wurde. Hanni Tamsen, der Sohn von Rasmus, hat zusammen mit seiner Frau Elsbe neben den vielen Gästen aus nah und fern auch eine Reihe prominenter Zeitgenossen bewirtet. Prinz Philipp, Gerhard Stoltenberg, Peter Harry Carstensen, Helmut Schmidt, Hans-Jörg Felmy
und befreundete Journalisten treffen sich hier seit Jahrzehnten regelmäßig und sitzen als Bonsiler Kreis am Stammtisch. Prominente waren für Hanni Tamsen Menschen wie du und ich. So zitiert der Spiegel 1979 den Wirt in einem Bericht über das Treffen von Helmut Schmidt und die vorbereitende Entourage aus dem Kanzleramt, als es um das Essen ging. Bei mir gibt's Aalplatte und sonst nichts. Überschrift des Nachrichtenmagazins. Soll er sich doch nasse Füße holen? Im Text: Welch besseren Treffpunkt könnte es geben für die unverbindliche Diskussion zwischen Neude-Liebhaber Helmut Schmidt und den Funktionären so ziemlich aller friesischer Institutionen zwischen dem Fluss Eider und den Volksgenossen in Dänemark? Peter Harry Carstensen hat über Hanni Tamsen einmal bemerkt, er verkörpert den Typ des Nordfriesen in bester Tradition, fröhlich im Leben, humorvoll, manchmal auch hintersinnig mit Schalk, aber immer mit Festigkeit, Herz und Bewusstsein seiner Wurzeln, aus denen gelebte Überzeugungen gewachsen sind. Ja, das war jetzt wirklich ein sehr, sehr schöner Nachruf von Joost Springensgut. Und wir haben hier auch noch mal ein Bild von Gastwirt Hanni Tamsen. Und nebenbei haben wir dann noch die Fotos von der Gastwirtschaft und von der Lage und ein altes Bild, was wir eingeblendet haben. Ja, und nun zu meinem eigentlichen Ansinnen, zu meinem persönlichen Erlebnis. Also, ich werde es nie vergessen, dieser 90. Geburtstag meiner Mama, also von Maria Schröder aus Niebel, Deichstraße 10, den werden wir so leicht nicht vergessen. Also, es ging los, dass Mutter ihn in Bonsiel oder Ockholm mit Aalessen feiern wollte. Und ich habe dann nur immer gefragt, ich sag, Mama, willst du selber reservieren oder sollen wir das für dich machen? Nö, ich rufe da an, ich kenne Hanni ja gut und dann kann ich gleich mal mit ihm klönen. Und naja, und gesagt, getan, hat sie ja wohl gemacht. Und dann rückte das immer näher und ich sagte dann auch zu ihr, ich sag, Mutti, hast du denn auch alles geregelt? Wie sieht's denn aus mit Tischdeko oder mit Tischkarten oder so? Ja, das macht ihr ja wohl alles. Ja, ist gut, sag ich, das machen wir denn auch. Ich sag, haben die sich denn schon gemeldet? Hast du gesagt, ja, ich habe ja gesagt, Aal satt in allen drei Variationen. Also Aal in Gelee, Räucheraal und Brataal. Na, sag ich, dann ist ja gut. Ich sag, und Vorspeise, ja, ist alles geregelt. Ich sag, dann ist ja schön. So, der 90. Geburtstag rückte näher und sie hatte immer noch nichts gehört und meinte, ja, braucht sie ja auch nicht. Und eines Tages rief sie dann bei mir an und dann sagt sie, du, sagt sie, der hat angerufen und hat gefragt, ob das dabei bleibt. Ich sag, ja, und was hast du gesagt? Ja, ich habe gesagt, natürlich bleibt das dabei. Ja, er wollte wissen, wie viele Personen. Ja, ich glaube so 45 oder sowas. Ja. Ja, dann ist ja gut. So, wir Kinder natürlich einen Tag vorher schon hoch und ja, es ist November. Mutter hat am 26. November, es stürmte, es regnete und meine Schwester und ich dann ja los. Abends im Dunkeln, furchtbares Wetter wirklich und über den Deich da, Maspel und dann links rum und was weiß ich und hin nach Ockholm, um die Tischdeko abzugeben, damit die, wenn wir um 11 kommen, dann auch wirklich schon steht. So, und wir kommen da rein und da ist der Sohn Björn, der das zu dem Zeitpunkt hatte. Und dann sage ich, ja, wir wollen die Tischdeko bringen für Maria Schröders Fest morgen. Und da guckt er mich an und meine Schwester und sagt, haben Sie reserviert? Ja, sagen wir haben reserviert, gucken Sie mal nach. Er guckt in sein Buch. Ja, dann haben sie bestimmt bei Vater. Ja, sag ich, Mutter hat gesagt, sie hat mit Vater. Ja, dann hat der das vergessen aufzuschreiben. Ich sag, das kann nicht sein. Ich sag, das glaube ich nicht. Fragen wir Vater mal. So, er hat seinen Vater angerufen und dann sagt er, ja, nö, ich weiß von nichts. Ich sag, das gibt's doch nicht. Ich sag, sie hat selber telefoniert und mit dem gesprochen. Und sie meinte, sie hätte mit ihnen gesprochen. Sie hat auch noch gesagt, dass sie Vater kennt und mit ihm immer klönt und auf Platt und soll gegrüßt werden und so. Und er hat immer gesagt, ja, ja.
Ich sage, das gibt's ja wohl nicht. Ich sage, jetzt rufe ich Mutter an. Aber wir gingen so, also wir haben nur so gezittert und geflogen am ganzen Körper. Wir haben Mutter angerufen. Ich sage, Mutti, jetzt bleib mal ganz ruhig. Hast du hier im Bonxil angerufen? Ja, ich habe da angerufen. Ich sage, hast du die Nummer noch? Ja, die habe ich hier in meinem Buch stehen. Ich sage, gib mir mal die Nummer. Hat sie die Nummer durchgegeben und dann sagte, das ist ja niemals unsere Nummer. Das ist ja schon eine ganz falsche Vorwahl. Ich sage, ich werde verrückt. Ich sage, Mutti, ist gut. Ja, ist da was schiefgelaufen? Ich sage, Mutti, reg dich nicht auf, alles gut. Wir wollten natürlich nicht, dass sie jetzt den Tag vorher nicht schlafen kann. Aber wir, ich sage, wir brauchen erstmal Schnaps. Da kriegt man erstmal vom Gastwirt einen Schnaps. Jo, und dann, ich sage, lass uns doch mal diese Nummer anrufen. Und dann haben wir von der Gaststätte aus bei der Nummer angerufen. Und da war das irgendein Gasthof, die auch Tamsen heißen, irgendwie im Schleswiger Raum. Also wir würden ja nicht auf die Idee kommen, Tag später, wir kommen von Lübeck da hoch und dann alle Mann wieder nach Schleswig köddeln. Nee, also da muss was schiefgelaufen sein. Und dann sagt er tatsächlich, ja, Maria Schröder hat hier reserviert. Wann kommen Sie denn morgen? Sind Sie pünktlich? Ich sage, also hören Sie mal, hier ist gehörig was schiefgelaufen. Ich weiß noch keine Lösung, aber das müssen wir jetzt erstmal besprechen. Aber das wird nichts, wir kommen morgen nicht. Und dann sagt er, ja, also das geht ja so nicht. Ich habe ja schon alles eingekauft. Ich sage, bitte gedulden Sie sich, ich rufe gleich nochmal wieder an. Dann haben wir mit Björn Tamsen geredet und dann sagt er, ja, sagt er, wie soll ich das denn jetzt noch hinkriegen? Sagt er, alle ist nicht das Problem, die haben wir immer. Aber Vorspeise und Nachspeise und wir müssen das ja auch alles noch ganz blitzschnell auch eindecken und so. Sagt er, da weiß ich noch nicht, ob ich da genug hinkriege. Und Eistorten wollt ihr haben, wo soll ich die herkriegen? Und dann sagt er, komm mal her, nochmal einen Schnaps. Und wir flogen und zitterten am ganzen Körper. Ja, und dann hat er das tatsächlich hingekriegt. So, nun kam ja, dass wir mit dem da uns irgendwie auseinandersetzen mussten. Und um die Geschichte nun zu verkürzen, wir haben einen wunderbaren Geburtstag in Bonxil bei Tamsen gefeiert. Und deswegen liegt mir das jetzt auch wohl nahe, das nochmal zu erzählen. Und diese Geschichte, die wird man doch nie im Leben vergessen. Da hat Mutter sich bei der Auskunft die Nummer geben lassen und hat gesagt, ja, Gaststätte Tamsen. Und hat immer gesagt, Bonxil. Und die hat wohl die Geduld verloren mit seiner alten Frau und hat ihr dann diese Nummer gegeben. Und Mutter ruft da an und dann ist das ein Gasthof im Schleswiger Raum. Und sie sagt, sie hat mit dem auch über den Vater gesprochen. Und der hat immer gesagt, ja, 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 wie viel brauchen Sie denn? Und was wollen Sie denn? Und so weiter. So. Ja, das Ende vom Lied war das, dass wir uns mit dem dann auseinandergesetzt haben und wir waren jetzt nicht einverstanden, die komplette Feier zu bezahlen, weil er meines Erachtens, das hätte auch merken müssen, dass am anderen Ende eine ältere Frau ist, die vielleicht schwerhörig ist und nicht so gut hört. Und naja, und dann haben wir uns aber geeinigt und sind uns entgegengekommen, dass wir dann die Blumengestecke bezahlt haben und die Hälfte vom Aal, weil er den weiterverwenden konnte, indem er ihn dann auch in Sauer legte und räucherte und so weiter. Aber trotzdem, die Hälfte haben wir bezahlt und haben noch ein bisschen mehr geleistet, so dass er nicht so einen großen Schaden hatte, weil die Räumlichkeiten waren ja dann nun nicht wieder besetzt worden. Ja, und deswegen, wir vergessen den 90. Geburtstag nie und nimmer. Und so viel zu Bonxil und Ockholm. Und liebe Dagewöller, bitte schreibt mal drunter, ob es diese schöne Fischgaststätte in der Art überhaupt noch gibt. Und die arme Familie Tamsen ist wirklich gebeutelt, dass der Björn dann kurze Zeit später verstarb und dann nachher Hanni Tamsen auch. So, ihr Lieben, das war's für heute. Lang genug, bleibt mir gewogen und dann sage ich nur noch Moin Nordfriesland, tschüss, eure Kirsten.